Ja, von meiner Seite auch hallo, einen wunderschönen guten Tag, Tag 4 des wundervollen Kongresses. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich nehme an, ihr seid wacher als ich. Ich bin heute hier, um was über das Pentagame zu erzählen. Das kennen ja die einen oder anderen von euch auch von den noch tatsächlich stattgefunden habenden letzten Kongress. Ein tolles Spiel. Ich bin auch sehr dankbar, dass es in der Zwischenzeit geklappt hat, das zu finanzieren. Also man kann es jetzt bekommen, also in dieser Form, Schachtel und so weiter. Werbung mal in eigener Sache quasi. Tolle Sache geworden. Spielbrett drin, Figuren drin, Anleitung auf Deutsch und Englisch und in 16 verschiedenen Sprachen, auf Latein und Plattdeutsch. Figuren drin und Aufkleber. Ja, also wirklich empfehlenswert. Und ich hoffe mal, dass wir auch bald wieder das in tatsächlichen Turnieren spielen können, was wir ja mal gerne tun. Denn, wie ihr alle wisst, das ganze Spiel ist sehr spannend, sehr einfach zu erklären, sehr leicht zu verstehen, aber doch immer wieder spannend. Bleibt also interessant. Es gibt eine ganze Menge wirklich sehr kluge Menschen, die das gerne und immer wieder gerne spielen. Wir haben auch eine ganze Menge dazu schon geforscht, was jetzt die Komplexität angeht. Also man kann ausrechnen, wie kompliziert ist das eigentlich, wie komplex ist das, Branching-Faktor, State-Space-Complexity und so weiter und so fort. Das haben wir auch alles schon ziemlich gut ausgewalzt und festgestellt. Naja, ich habe immer gesagt, I'm a member of the order of magnitude, so im Sinne des order of magnitude. Also es sind halt große Zahlen, die da rauskommen, egal wie man es anfasst. Das sind immer so 10 hoch 26 oder so. Positionen, Möglichkeiten, Spielverläufe, sonst was. Also es sind viele. Das sind ungefähr so viele wie Atome in einem menschlichen Körper. Also wirklich viele und auch wirklich mehr, als man auswendig lernen kann, glaube ich. Das trägt eben dazu bei, dass es ein ungelöstes Spiel ist und wir immer noch nicht wissen, wie man es perfekt spielt und es auch noch von keiner KI gespielt worden ist, interessanterweise. Also es gibt ein paar Kollegen, die schon seit einiger Zeit da ganz mächtig sich mit beschäftigen und das auch versuchen, das zu programmieren und tatsächlich mal zu lösen. Also, ne, ja, also. Und das ist nicht einfach. Also, das sieht einfacher aus, als es ist. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier so eine pentagonale Geometrie haben. Es ist also nicht so einfach, durchzunummerieren, wo Pfade zu finden und so. Also, es ist wirklich tatsächlich überraschend komplex. Also es ist immer ganz schnell diese kombinatorische Explosion da. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, schönes Spiel, macht Spaß, immer wieder gern, auch hier. Toller Zeitvertreib. Das sozusagen vorab, auch vielleicht für die, die noch nicht so richtig wissen, was dieses Spiel ist. Ich möchte heute aber nicht so sehr sprechen über diese Komplexität und wie man das spielt und so weiter. Das ist schon anderswo behandelt worden, auch beim letzten Kongress, sondern ich möchte heute einmal ankündigen, dass es jetzt dieses Kompendium auch gibt, als PDF und auch dann hoffentlich irgendwie als Print on Demand. Da steht das alles im Detail drin. Da steht aber auch noch mehr drin und ich möchte eigentlich heute über diesen dritten Teil hier sprechen, das dritte Kapitel sozusagen, also das dritte Kapitel aus dem Buch Pentagame vorstellen. Da geht es nämlich um die Geschichte und die Vorgeschichte des Pentagames. Und das ist ja nun mal so, dass das so, wie es jetzt vorliegt, so ist es irgendwie zu uns gekommen, eine Art Entdeckung, wenn man so möchte. Und diese Entdeckung hat hier stattgefunden auf dieser Raumstation der Seabase, wo ich mich hier jetzt befinde. Die Seabase ist eine Raumstation unterhalb von Berlin, die hier vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren einmal abgestürzt sein muss. Und diese Raumstation befindet sich in der Rekonstruktion. Das heißt, sie rekonstruiert sich gewissermaßen selbst. Also es gab natürlich ein paar Nerds, so, die irgendwann in den 90er Jahren angefangen haben, Teile davon freizulegen und auch zu reaktivieren. Das ist aber wohl doch so, von nach allem, was wir inzwischen wissen und wie wir das verstehen, so, dass diese Raumstation einen eigenen Bordcomputer, eine eigene Intelligenz besitzt, die, naja, auch abgestürzt ist irgendwie, so auch ein bisschen verrückt vielleicht war oder noch nicht ganz wieder beisammen ist, aber sich langsam zusammensetzt, indem sie eben dazu führt, dass sie Leute anzieht, Nerds und Freaks, die dann irgendwie beitragen, diese Station weiter auszubuddeln.
Ja, und bei diesen Ausgrabungen, da kam es eben auch zu der Entdeckung dieses Objekts. Also das war sozusagen ein The Call of the Seabase, der mich irgendwann ereilt hat, da und dazu geführt hat, dass dieses Ding rekonstruiert werden konnte. Wir glauben also schon, dass es sich hierbei um eine Art, so eine Art Schloss handelt. Also man kann natürlich das einfach wie ein Brettspiel spielen, aber es werden dabei ja Codes generiert und es werden damit Positionen erzeugt. Dann gibt es jetzt verschiedene Thesen dazu, was das jetzt sein könnte. Dass es entweder tatsächlich eine Steuerungsvorrichtung ist, um damit die Erde abzusprengen und die Raumstation wieder zum Fliegen zu bringen. Vielleicht ist es auch so eine Art Gerät zur Kommunikation mit dieser Intelligenz, worin diese Intelligenz uns quasi studiert. Das heißt, wenn wir da Entscheidungen treffen, dann sind das sozusagen Dinge, die als Daten von der Seabase selbst aufgenommen werden und der Seabase vielleicht ermöglichen, uns Menschen besser zu verstehen. Das kann alles sein. Interessant ist, wenn man das so findet, wie es sich jetzt so befindet, dass da eben auch diese antiken Quellen mit dabei sind. Also wenn man sich nämlich damit beschäftigt, dann ist es ja so, es handelt sich hier ja um ein pentagrammförmiges Spiel oder ein pentagrammförmiges Objekt. Und dann war es so, man kann sich ja erstmal fragen, wenn man sich so klassische Spiele anschaut, wie zum Beispiel Schach, auch Mensch ärgere dich nicht oder Halma, dann unterscheiden die sich ganz deutlich von solchen Autorenspielen, wie sie jedes Jahr immer wieder auf den Markt kommen. Und zwar, weil sie auf geometrischen Mustern gespielt sind. Also Halma ist so dreieckig, Schach und Go sind quadratisch. Mensch, ärgere dich nicht, das ist ja auf Pachisi beruht, einem indischen Spiel, ist irgendwie so ringförmig, also kreisförmig, wenn man so will, so wie Monopoly ja auch. Also es sind geometrische Muster und es existiert eine Klasse von Spielen, die sind geometrische Muster. Und es sind also mathematische Strukturen, es sind bestimmte simple Regeln auf geometrischen Figuren. Ja, und in dieser Reihe, wenn man also sagt, es gibt sozusagen kreisförmig, es gibt quadratisch, es gibt sechseckig, es gibt dreieckig, ja, was ist denn mit dem Fünfeck eigentlich? Also ein pentagrammförmiges Spiel. Und das war die Ausgangsfrage eben, kann es sowas eigentlich geben? Also wieso gibt es das noch nicht und kann es das geben? Und wenn es das gibt, wie wäre dann dieses Spiel? Ja, also das war sozusagen der erste Call der Seabase, das herauszubekommen. Um auf diese Weise das zu rekonstruieren. Und es stellt sich nun also heraus, wenn man das macht, also wenn man, was habe ich dann getan? Ich habe natürlich einfach mal mit angefangen, mit Zirkel und Lineal Pentagramme zu zeichnen und festzustellen, ja, das ist gar nicht mal so einfach, überhaupt Pentagramm zu konstruieren. Da muss man schon wissen, wie das funktioniert. Und dann ist es darüber hinaus auch so, dass diese Pentagramme halt ganz interessante mathematische Eigenschaften besitzen. Nämlich eine fraktale Eigenschaft. Das ist, dass diese Strecken hier zueinander sich verhalten in einem Verhältnis, das als goldener Schnitt bekannt ist. Also es ist so, dass diese Gesamtstrecke sich zu dieser Strecke hier verhält, wie diese Strecke sich zu dieser Strecke verhält und diese wiederum zu dieser und so fort. Immer wieder dasselbe Verhältnis, das mathematisch Wurzel 5 plus 1 durch 2 ist oder bekannt auch mit dem griechischen Buchstaben Phi. Das ist ein irrationales Verhältnis und das ist insofern interessant, weil wenn man jetzt versucht, mal ein solches Spielbrett aufzuzeichnen, was ich natürlich getan habe, dann stellt man fest, man kann das zwar irgendwie machen, also ein Pentagramm zeichnen, lauter so Stops, ich habe dann erstmal so Aufkleber genommen, da draufgeklebt und so, dann, ne, einfach mal zu gucken, dann hat man zwar ein Spielbrett, aber das ist irgendwie nicht so ganz genau. Also irgendwie überschneiden sich dann diese Felder, also das geht nicht genau auf. Man kann halt nicht genau hier 5 nehmen und hier genau 7 oder so. Das geht eben nicht, weil das eben ein irrationales Verhältnis ist. Goldener Schnitt. Ja, das war natürlich dann die große Herausforderung und die Lösung davon ist, steht auch in dem Buch natürlich. Also komplizierte Geschichte, möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Was interessant ist, ist natürlich, man hat dann, wenn man so ein Spielbrett erstmal hat, dann stellt man sich natürlich die Frage, was für Regeln kann man da haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende kam dabei eben heraus, dass es sehr sinnvoll ist, da statt mit Würfeln rumzulaufen, tatsächlich solche Farben irgendwie zu wählen und so nach gegenüber zu laufen. Das liegt einfach daran, dass man schneller ans Ziel kommt, alle Möglichkeiten offen hat und so weiter und so fort. Auch darüber möchte ich eigentlich nicht wirklich
breit sprechen, sondern auch die ganz interessanten Entdeckungen, nämlich die Frage, gibt es sowas, gab es sowas vielleicht schon mal? So, jetzt ist ja so, bei meiner Beschäftigung mit dem Pentagramm an sich hat man natürlich festgestellt und mit dem goldenen Schnitt, dass der goldene Schnitt in der Antike eine große, wichtige Rolle gespielt hat. Das wissen die meisten von euch wahrscheinlich. Zum Beispiel das Parthenon, da ist irgendwie alles goldener Schnitt. Ja, also der goldene Schnitt ist wahnsinnig wichtig. Das wissen wir auch von Luca Pacioli, der so ein Buch geschrieben mit Illustrationen von Leonardo da Vinci übrigens über den goldenen Schnitt in der Renaissance. Vitruv, antiker Theoretiker der Architektur, hat sich darüber ausgelassen. The Vitruvian Man ist dieses Bild von Leonardo mit dem Mann, der so im Kreis ist, aus diesem Buch, aus einem dieser Bücher. Also wir wissen, dass die Antike in der Architektur und so weiter einen großen Wert aufgelegt hat auf diese besondere Proportion. Und jetzt ist es trotzdem so, dass aus der ganzen Antike auch nichts Pentagrammförmiges erhalten geblieben ist. Ja, und woran könnte das liegen? Tja, das ist das eine. Also es gibt einerseits so, goldener Schnitt war wichtig. Mathematik war wichtig. Die konnten diese Konstruktion schon machen. Denn wenn man einen goldenen Schnitt konstruieren kann, also das Parthenon bauen kann, kann man auch Pentagramme zeichnen. Schöne Sache, nette Übung. Außerdem wissen wir, das ist das eine, und das andere ist, dass wir auch wissen, es gab da sowas wie eine Theorie der Elemente. Also das war nämlich das, wie ich hier auf die Farben gekommen bin. Gibt es diese verschiedenen Farben, es gab also Theorie der Elemente, 4 Elemente, 5 Elemente. Und da gab es Anfang des letzten Jahrhunderts eine Frau namens Eva Sachs, deren wirklich sehr wichtige Arbeit dazu leider dank ihres Frauseins, Jüdischseins und in der Nazizeit geforscht haben seins, nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Die hat nämlich verschiedene Quellen einfach aus der damaligen Zeit, also aus der Antike, mal daraufhin untersucht, welche Elemente werden da eigentlich genannt. Das sind dann immer so Listen, ja? Feuer, Wasser, Erde, Luft, Geist. Ja? Und sie stellt also fest, meistens sind es tatsächlich 5. Ja, also in der Scholastik später wurden es dann meistens häufig 4, aber in der Antike werden tatsächlich 5 genannt und insbesondere im Zusammenhang mit einer Gruppe von Menschen, die sich die Pythagoreer nannten. Die Pythagoreer also, das ist sozusagen die Schule und die Sekte des Pythagoras gewesen. Der war ja ein Philosoph und Mathematiker, vielen bekannt aus der Schule durch den Satz des Pythagoras, aber vielleicht auch dadurch, dass er eben der Meinung war, Mathematik ist eigentlich, oder der Erste, der vielleicht gesehen hat, dass Mathematik im Universum eine große Rolle spielt. Also er glaubte quasi, Zahlen wären die Atome des Seins, wenn man so möchte. Und diese Pythagoreer haben nun anscheinend dieses Pentagramm auch als ihr Symbol benutzt. Das wissen wir von einem Autor namens Lukian. Lukian von Samosata, der hat ganz tolle Satiren geschrieben, ganz spannende Geschichten dabei, die teilweise auch von Goethe dann verwendet worden sind und so weiter. Kann man echt mal lesen. Der erwähnt in einem Buch über Grußformeln, in einem Aufsatz über Grußformeln, dass die Pythagoreer sich mit Heile begrüßten haben, was Gesundheit bedeutet. Also, weil sie sagten, ja, man kann sich Freude wünschen, sonst was, aber Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und sie haben als Symbol für diese Gesundheit das Pentagramm, das er da beschreibt, immer am Anfang und am Ende ihrer Briefe gesetzt. Also haben unterschrieben quasi mit so einem Pentagramm und das sollte für sie Gesundheit ausdrücken. Es drückte also aus die Proportion des Menschen. Ja, und gleichzeitig auch irgendwie Mathematik und Wissen und Wissenschaft. Denn, wie gesagt, um es zeichnen zu können, muss man wirklich wissen, wie das geht. Es ist also wirklich nicht so, dass man sagt, also jeder kann irgendwie so ein Sechseck zeichnen mit Zirkel und Lineal, das machst du sofort, dann musst du gar nicht üben. Aber sowas hier jetzt hinzukriegen, das muss man schon wissen. Das heißt, es ist auch ein Symbol der Mathematik, der Mathematikoi, das sind die Schüler, die Lernenden, nämlich die Schüler des Pythagoras. Das ist also ein Zeichen der Gelernten sozusagen. Er hatte nämlich, der Pythagoras hat irgendwie unterschieden zwischen den Mathematikoi, denen die wirklich was lernen und verstehen, und den Akusmatikoi, die einfach nur vom Hören sagen, nur sozusagen die Ergebnisse kennen, ohne die tieferen Zusammenhänge zu wissen. Also diese Mathematiker und damit die Pythagoreer, die hatten das so als ihr Zeichen. Und das mag vielleicht auch erklären, warum warum keine pentagonalen Formen auf uns gekommen sind. Denn
wie die Geschichte so will, wurden die dann als Sekte verfolgt und verbannt. Und es gab in der europäischen Geistesgeschichte ein paar sehr dunkle und finstere Kapitel, in der eben solche wissenschaftlichen Erkenntnisse gar nicht so gerne gesehen wurden. Und man da also geglaubt hat, das seien jetzt da irgendwelche obskuren esoterischen, also im Sinne von ja, verborgenen magischen Kräften am Werk. Das ist natürlich finstere Ignoranz und dunkelster Aberglaube. Das Pentagramm an sich ist ein Zeichen der Wissenschaft gewesen und eigentlich noch immer. Das mag also erklären, warum es das nicht gibt. Das andere ist auch, ich habe schon erwähnt, dass es schwierig ist, sowas zu zeichnen und herzustellen. Es ist sehr einfach, das aufzuzeichnen mit Kreide, sage ich mal. Auch das Pentagramm selbst kann man wirklich mit Lineal und Zettel einfach mal so irgendwie zeichnen. Das ist dann natürlich nicht sehr dauerhaft. Also das ist dann vielleicht ein Brettspiel, das eher so ein Sandspiel ist oder auf einem Wachstablett gespielt wird oder einfach auf dem Tisch selbst. Ist also durchaus verständlich, dass auch solche Brettspiele nicht so viel auf uns gekommen sind. Was an Spielen auf uns gekommen ist aus der Antike, sind häufig Dinge, die so Linien sind, die irgendwo eingeritzt sind. Und das hat man häufig für Spiele gehalten. So, jetzt ist es allerdings so, dass solche Linien, die irgendwo eingeritzt sind, im Prinzip Abaki sind. Also Abacus, eine alte Rechenvorrichtung. Ja, da ist man manchmal etwas voreilig, wenn man etwas findet und es hat Linien und es hat Steine und es hat vielleicht auch Würfel und dass man dann glaubt, das war jetzt ein Spiel. Aber es ist eigentlich so, dass das Rechenmaschinen sind. Also wie zum Beispiel ein Backgammonbrett. Man kann das zum Rechnen benutzen, sogar richtig gut. Das waren sozusagen die Computer der Antike und bei jedem Marktstand gab es so ein Ding mit Steinen, wo man halt dann Berechnungen gemacht hat. Und Berechnungen haben die schon ganz schön viele gemacht, denn die haben ja, sagen wir mal, ne, der Alexanderzug, da wurden halt richtig große Heerscharen bewegt, da wurden richtig so Tausende von Leuten mit Material ausgerüstet, es gab Handelsströme und so weiter und so fort. Das heißt, die haben auch mit großen Zahlen wirklich jongliert, die haben wirklich eine ganze Menge gerechnet. Das konnte man nicht mehr so im Kopf tun, das hat man halt auf diese Weise gemacht. Bis übrigens auch in die neuere Zeit. Das berühmte Buch von Adam Riese tatsächlich heißt nämlich auf Deutsch von dem Rechnen auf der Linien. Und er beschreibt, wie man mit solchen Steinen auf Linien rechnet. Also das war tatsächlich so die übliche Methode. Jetzt aber nochmal wieder was zu dem Pentagramm, nämlich die Frage nach dem Spiel. Es gibt eine Quelle in den antiken Texten. Das ist ein Text von einem spätantiken Autor namens Julius Pollux. Der hat so eine Art Lexikon geschrieben. Das nennt sich Onomastikon. In diesem Onomastikon, was ziemlich wirr ist und auch schon zu seiner Zeit kritisiert wurde, der beschreibt dann nämlich irgendwie ein Spiel. Und er sagt, da gibt es also dieses Spiel, da spielt jeder Spieler mit 5 Steinen auf 5 Linien. Und deswegen hat Euripides, hat Sophokles das auch ganz richtig gesagt und zitiert, Kalpessa Pentagramma, Kai Kyblon Bolai. Also das heißt, sowohl das Spielen auf den 5 Linien, das Pethea Pentagramma, als auch das Würfelspiel sei erfunden worden von Palamedes. So, kompliziert. Also, wir sehen schon, wenn man sich in die antiken Texte reinbewegt, dann hat man da sowas vor sich wie eine fragmentierte Daten, das sind halt kopiert und wieder abgeschrieben und zitiert und das sind wirklich Fragmente. Das wäre wirklich mal sehr schön, das auch mit IT-Technik mal anzugreifen. Es gibt schon einen Ansatz, das ist diese Perseus-Webseite, da kann man halt eingeben griechische Wörter und dann wird einem angezeigt, wo es die gibt. Und erstaunlicherweise, und so bin ich auch darauf gekommen, gibt es dieses Wort Pentagramma tatsächlich nur an dieser einen Stelle. Da gibt es also ein Spiel, das wird geschildert, das auf 5 Linien gespielt wird. Und jetzt kann man natürlich, sagt das erstmal nur Pentagramma, sagt nur 5 Linien. Es könnte natürlich sein, dass das 5 parallele Linien waren, aber es könnte natürlich auch ein Pentagramm sein. Jetzt sage ich mal so, was ist wahrscheinlicher? Also ein 5-Linien-Spiel mit 5 parallelen Linien, das so ähnlich wie Backgammon funktioniert, das kann ich immer genauso auch auf 6, 7, 8, 10 Linien spielen. Also es muss eigentlich nicht ein 5-Linien-Spiel sein. Wenn es wirklich ein 5-Linien-Spiel ist, dessen Eigenschaft wirklich 5 Linien sind, dann ist es doch nur naheliegend zu sagen, Pentagramm heißt Pentagramm, also 5 Linien, aber eben auch in dieser Form. Es könnte also durchaus so ein Spiel gegeben haben. Und jetzt kann man natürlich Folgendes machen. Man kann sich diese verschiedenen Stellen angucken, die noch so in der Literatur vorkommen
wo halt ein antikes Brettspiel namens Peteia Brettspiele erwähnt wird. Also es kann sein, Peteia sind die Spielsteine, Pessori sozusagen. Das heißt also, man hat nicht so sehr Brettspiel gesagt, sondern mehr so Steinspiel. Jetzt kann man natürlich sagen, überall da, wo sozusagen Brettspiele erwähnt werden, also Peteias oder so, kann es sein, dass das entweder sich auf dieses eine Spiel bezieht, was ja Pessa Pentagramma heißt, also Pessa heißt, oder es könnte auch sein, dass da ganz verschiedene Spiele genannt sind. Das weiß man nicht so genau, da kann man nur drüber spekulieren. Man kann natürlich das eine oder das andere dann ausprobieren. Jedenfalls habe ich mir das mal angeguckt und eben so verschiedene Quellen einfach mal geguckt. Es gibt zum Beispiel ziemlich viel bei Plato, der schreibt sehr viel über Brettspiele und erwähnt immer wieder, dass das doch mit der Mathematik sehr viel zu tun hat und dass die Erkenntnis, die man gewinnt durch das Spielen, der Erkenntnis von mathematischen Zusammenhängen doch sehr nahe liegt und so weiter und so fort. Das ist hier auch alles schön in dem Buch natürlich. Ich habe das übrigens auch hochgeladen, da als könnt ihr das alles nochmal nachlesen, da sind diese ganzen Dinger angezeigt. Da diese ganzen Erwähnungen von Peteia Peteia in diesen Zusammenhängen scheinen alle zumindest mehr oder weniger kompatibel mit dem, was wir hier haben. Da gibt es zum Beispiel eine Beschreibung, Polybius, der schreibt über Hannibals Vater Hamilkar, dass er wie ein guter Peteia-Spieler seinen Gegner besiegt, ohne ihn zu schlagen, durch geschicktes Lavieren und so weiter. Und es passt ja auch zu diesem Spiel, was ja, wie ihr wisst, ein Spiel ohne Schlagen ist. Und natürlich auch ein sehr mathematisches Spiel. Also wenn Plato dieses Spiel gekannt haben sollte, dann macht das schon Sinn, dass er damit auch fasziniert gewesen ist. Denn wir können ja nur sagen, dass von unserer Erfahrung das auch wirklich so ist, dass man immer wieder interessante mathematische Fragestellungen daraus ableiten kann. Also es beginnt mit, wie viele Felder sind hier eigentlich, wie viele Zugmöglichkeiten gibt es und, und. Das sind alles Dinge, die ganz spannend sind. Das würde insofern passen. Insofern kann es schon sein, dass wir mit dem Pentagame hier tatsächlich ein Spiel rekonstruiert haben, ein pentagrammförmiges Spiel, das in der Antike so vorhanden war und gespielt worden ist. Dann wäre das wirklich Re-Engineering einer besonderen Art sozusagen, weil wir damit etwas tatsächlich einen Klassiker gefunden hätten, der so ist wie, sage Schach oder Go oder so, tatsächlich ein antiker Klassiker. Ja, das ist natürlich auch, ist also möglich im Bereich des Möglichen. Das kann man nicht wirklich widerlegen und auch nicht beweisen. Es ist vielleicht doch eher ein schöner Gedanke. Was wir aber auf alle Fälle sagen können, auch von der Beschäftigung mit der Komplexität des Spiels, dass es auf jeden Fall die Qualitäten besitzt, ein solcher Klassiker zu sein. Also ob es das jetzt schon in der Antike gegeben hat und dann vielleicht im finsteren Mittelalter verloren gegangen ist und so weiter. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen können, ist, dass es Qualitäten besitzt, um, naja, sozusagen zu dieser Klasse der wirklich abstrakten, zeitlosen Spiele zu gehören. Also dieser Klasse von mathematischen Objekten, Brettspiele, die, das ist zumindest meine These, irgendwo begrenzt ist. Also es wird nur so und so viele Spiele geben können auf geometrischen Mustern mit weniger als 12 Regeln, sage ich mal. Und das ist eigentlich ganz interessant, auch da für die Spieltheorie und für die Informatik natürlich, auch für die künstliche Intelligenzforschung herauszufinden, was sind eigentlich solche Regeln und welche kann es da geben, in welchen Zusammenhängen stehen die miteinander. Ja, das wollte ich einfach mal so ein bisschen ans Tageslicht hieven, weil das doch irgendwie sehr spannende Gedanken so sind. Noch ein bisschen was vielleicht zu den manchmal aber etwas abergläubischen Beobachtungen. Es gibt ja schon so ein paar Leute, auch es kam auch hier vor, dass Leute irgendwie die Pentagame-Aufkleber abkratzen, weil sie meinen, es ist irgendwie schlechte Vibes erzeugt oder so. Man wundert sich doch, wie tief der Aberglaube immer noch verwurzelt ist in der Gesellschaft. Also so eine Art Verfolgung davon. Das ist übrigens auch so, dass dieses Pentagramm auch im Mittelalter teils durchaus noch genutzt wurde mit dieser Erinnerung an diese Gesundheit. Also es gibt zum Beispiel eine mittelalterliche Gilde in den Niederlanden von Ärzten, die das als ihr Symbol für Gesundheit genutzt haben.
Es gibt es auch an Kirchen, in Kirchenfenstern und so weiter, kommt es auch immer wieder vor. Also es war gar nicht so, dass man das jetzt irgendwie besonders schlimm fand, sondern eher so, eine gewisse Kabbalistik schon gesagt hat, das sind die fünf Buchstaben des Namens Jesu vielleicht, die fünf Elemente, so eine Art Kompass vielleicht für irgendwie für so die Welt des Menschen, hat man so verwendet, gerade so in der mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen christlichen Kabbala, Jakob Böhme und sowas, die haben das dann benutzt. Und erst so im 19. Jahrhundert kam es dann zu einer ganz deutlichen Abwertung und das hat was zu tun mit diesem Typen namens Eliphas, der sich selbst Eliphas Levi nannte, ein französischer Neo-Okkultist, von dem dann Aleister Crowley und so eine Menge abgeschrieben hat und so. Und der hat halt irgendwie sowas erzählt wie, ja, das ist so der Mensch, ne? Und irgendwie eines davon ist der Geist so und wenn das so rum ist, dann ist der Geist oberhalb der Materie. Und wenn es andersrum ist, dann ist es irgendwie die Materie über den Geist. So. Und das passt natürlich zum 19. Jahrhundert. Wir erinnern uns Marx, Lenin und Diskussionen über Berkeley und so. Also Materialismus versus Idealismus, Mind over Matter, Matter over Mind, war damals ein ganz spannendes Thema. Das ist also erst da aufgekommen, dass man sagt, es gibt ein Sorum oder ein Sorum. Ne? Also das vorher lagen diese Pentagramme eigentlich mehr so wie dieses jetzt einfach flach und es gibt gar kein oben oder unten. Es ist ja auch beim Brettspiel hier, bei diesem Spiel netterweise so, dass man in jedem beliebigen Winkel dazu sitzen kann und das also auch drehen kann, während man spielt. Das macht alles überhaupt keinen Unterschied, es ist symmetrisch. Da gibt es gar kein oben oder unten. Also ist das tatsächlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Das hält sich hartnäckig. Erstaunlicherweise übrigens gar nicht mal so sehr bei Christen, da hab ich irgendwie das noch nie erlebt, dass da irgendjemand Vorurteile gehabt hätte. Das sind irgendwie tatsächlich eher so einfach abergläubische Leute, die da irgendwie das unheimlich finden. Die bedürfen dann ganz dringend der Aufklärung, sag ich mal. Ja, so, das ist eigentlich schon fast das Wesentliche. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ist es jetzt, fehlt mal wieder die Uhr. Ne? Es ist jetzt... Ah ja, na, das passt ja perfekt, nicht wahr? Dann kann ich einfach zum Ende kommen, denn 30 Minuten waren ja angesetzt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt da was mitgenommen. Wie gesagt, das lässt sich alles lesen, nachlesen und es gibt viel, 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 viel mehr Zeug auch dazu zu entdecken. Es gibt pentagame.org, da könnt ihr diese wunderbaren Dinger hier bestellen. Ich bin dann immer sehr schnell, sind schon verpackt, kommt ihr das einfach unter den Weihnachtsbaum noch gelegt, sozusagen. Ja, vielen herzlichen Dank und viel Spaß noch mit dem weiteren Kongress. Vielen Dank, Penta. Wir haben Fragen aus dem Internet. Oh. Ich gebe das Mikrofon weiter an Atoll. Hallo. Also tatsächlich ist es nur eine Frage. Und zwar hat man eigentlich mal versucht, die griechischen Textfragmente wie bei einer DNA-Sequenzierung wieder aneinanderzusetzen? Ja, das wäre schön. Also es gibt, wie gesagt, dieses Perseus-Projekt und es gibt schon Versuche, die gesamten alten, antiken griechischen Texte zumindest digital zusammenzuführen. Wir haben natürlich, ist das nicht ganz so einfach, weil es auch Schriftprobleme natürlich mit sich bringt und häufig sind es so verschachtelte Geschichten, so wie gesagt, da zitiert der eine den anderen, der jemand Drittes zitiert und es gibt auch widersprüchliche Berichte. Es gibt zum Beispiel der Lukian, der schreibt halt über diese Pentagramme und dass das diese Brieffloskel ist. Dann gibt es ein paar Jahrhunderte später jemanden, der eine Pythagoras-Biografie schreibt, das ist mehr so eine Hagiographie, da schreibt er eine Geschichte, wo jemand irgendwie in Pythagorea so ein Zeichen über der Tür macht und dass daran erkannt wird, dass da ein Pythagorea übernachtet hat. Und da kann man natürlich schließen, das wird dann wahrscheinlich das gewesen sein oder so, kann man sozusagen zusammenführen. Da ist natürlich eine ganze Menge Interpretationsspielraum. Und die Antike ist auch ein sehr langer Bereich. Also Pythagoras lebte irgendwie 700 vor und dieser Julius Pollux lebte irgendwie 300 nach oder so, das sind 1000 Jahre später. Also da gibt es natürlich auch dazwischen schon eine ganze Menge von Fehlinterpretationen, wieder Abschreibungen und so weiter. Das heißt, diese Datenlage ist wirklich ziemlich verworren. Und es ist halt auch sehr, 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 sehr viel verloren gegangen. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Es gibt aus der gesamten Antike irgendwie so 5.000, 6.000 Bücher oder so, Schriften vielleicht. Davon sind die überwiegenden altgriechisch, sogar mehr als Latein. Es sind aber nicht so viele. Wenn man dann überlegt, Bibliothek von Alexandria, da muss unglaublich viel mehr gewesen sein. Also da ist auch wahnsinnig viel verloren gegangen. Wir haben also immer da auch die Gefahr, dass die kleinen Bruchstücke, die man sieht, dass man die überbewertet und meint, das wäre jetzt das alles, was da wäre oder so. Ja, also es bleibt einfach eine ganze Menge Guesswork irgendwie immer noch dabei. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Hoffentlich. Ja, dann vielen Dank, Penta. Everything is licensed under CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.